Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ihr habt es im Titel gelesen, ich möchte eine neue Legende vorstellen, die eventuell auch in Season 4 schon kommen könnte oder statt dem Revenant. Auch wenn ich das nicht glaube, denn die Leaks, die jetzt hier aufgetaucht sind, sind erst seit dem Grand Soiree Event im Spiel. Deswegen, es gibt andere Legenden, die ich schon mal vorgestellt habe. Zeige ich euch ja auch nochmal 10, 11 Legenden, die in Zukunft noch kommen sollen mit sämtlichen Fähigkeiten. Wer das Video noch nicht gesehen hat, zieht euch das rein. Die Legenden und die Fähigkeiten dazu sind mega interessant. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der Forge, so nennt sich die neue Legende, blende ich euch hier auch schon mal ein. So sieht der Bengel aus. Der soll eventuell bald ins Spiel kommen. Ich glaube es aber nicht, weil die Leaks einfach zu frisch sind. Ich möchte euch den jetzt aber trotzdem mit sämtlichen Fähigkeiten mal vorstellen. Bevor ich das aber tue, möchte ich nochmal ganz kurz über die Problematik reden, was gerade das neue Grand Soiree Event betrifft. Es gab jetzt wieder einen neuen Patch, habe ich über einen amerikanischen YouTuber erfahren, und da hieß es, dass die Probleme jetzt wirklich beseitigt sein sollen. Danach habe ich mir so ein paar Kommentare darunter durchgelesen. Nein, die Probleme sind noch immer da. Ich weiß nicht, wo die Schwierigkeit ist, dieses Event zu patchen. Ich finde es von Respawn eine absolute Frechheit, ein Event rauszuhauen, zwei, drei Patches rauszuhauen, die immer noch nicht funktionieren. Die Leute freuen sich über ein Event, können die Herausforderung nicht sehen, nicht abschließen oder das Event gar nicht spielen. Ich möchte euch, weil ich eben nicht weiß, auch wenn ihr die Herausforderung nicht seht, ob ihr das Event trotzdem noch spielen könnt und die Herausforderung trotzdem abschließen könnt. Deswegen wechsle ich mal ganz kurz hier in die Live. In das Live-Bild und zeige euch trotzdem mal die Herausforderung. Vielleicht funktioniert es ja trotzdem. Ihr müsst im Live-Die-Live-Modus ein Match spielen, um 400 Punkte zu bekommen. Dann gibt es eine Herausforderung für 400 Punkte, wo ihr einen Skydive machen müsst oder über die Skydive-Funktion 10.000 Meter zurücklegen. Da es beim Live-Die-Live-Modus so ist, dass ihr in jeder Runde gerespawnt werdet, wenn noch ein Teamkamera lebt und ihr draufgegangen seid, respawnt ihr immer, als würdet ihr aus dem Jumpship springen. So sollte eigentlich auch die Herausforderung kein Problem sein. Und gewinne ein Match, um die nächsten 200 Punkte noch zu bekommen. Das soll es zu den Herausforderungen gewesen sein. Aktuell habe ich leider keine weiteren Infos. Ich habe gestern Morgen über die Problematik berichtet und habe auch gesagt, dass ich mich auf Twitter mal mit Apex auseinandersetzen will. Aber unter den Hunderten und Tausenden Tweets, die da geschrieben werden, unter sämtliche Sachen, die so tweeten, geht dein eigener Kommentar unter. Ich habe keine Reaktion bekommen, was mich mega ankotzt. Deswegen kann ich für euch da leider nicht viel mehr tun. Das Ding ist halt auch, ich kann jetzt auch nicht hundertprozentig bestätigen, ob die Problematik noch immer ist, denn von Anfang an, seitdem das Event ist, funktioniert bei mir alles. Ich habe keine Probleme. Ich habe gestern Abend mal auf Twitch bei meinem Mod oder meiner Modin Casey reingeschaut und sie hat extreme Probleme, das hat sie mir bestätigt. Wie gesagt, lasst mich in den Kommentaren wissen, auch wenn es jetzt hier eigentlich um eine neue Legende geht, ob es noch immer so ist, dass ich einfach mal ein bisschen up to date bin. Jetzt möchte ich aber endlich über die neue Legende reden, denn durch das Grand Soiree Event sind wieder neue Sachen im Quellcode aufgetaucht, die komplett neu sind. Unter anderem die Legende Forge. Auch wenn ich nicht glaube, auch wenn man denken könnte oder vermuten könnte, dass der vielleicht in Season 4 kommt, statt dem Revenant, glaube ich das nicht, denn dazu sind die Leaks zu neu. Und wie gesagt, ich betone nochmal, ich habe schon mal ein Video über sämtliche Legenden, die noch kommen sollen, mit sämtlichen Fähigkeiten gesprochen. Deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt eine neue Legende nochmal reingebastelt wird, der sich quasi vor allen anderen vordrängelt, übertrieben gesagt. Ich lese euch jetzt mal die Fähigkeiten vor, 6 an der Zahl. Ich gehe davon aus, dass 3 davon noch rausfliegen oder es tatsächlich irgendwann, darüber habe ich mich auch schon mal berichtet, es vielleicht verschiedene Profile für die Legenden gibt, wo man zwischen verschiedenen Fähigkeiten wechseln kann, die man vorher auswählt und dann im Spiel benutzen kann. 6 an der Zahl, wie gesagt, die erste Fähigkeit nennt sich Pull Shot. Ist so ähnlich wie beim Pathfinder der Grappling Hook. Ihr könnt einen Gegner an euch ranziehen über kurze Distanz oder euch mit dem Pullshot in die Luft katapultieren. Wozu das in die Luft katapultieren gut ist, dem folgen nämlich 2 weitere Fähigkeiten, und zwar einmal der Ground Slam. Während ihr euch in der Luft quasi befindet, drückt ihr die Hocke-Taste, quasi bei der PlayStation ist das die Kreistaste, und macht dann einen Schlag nach unten auf den Boden. Ich nehme mal an, dass es dann einen leichten Flächenschaden geben wird. Oder der K.O.-Punch, ähnlich wie beim Ground Slam, ihr katapultiert euch nach vorn und könnt, Moment, jetzt muss ich nochmal lesen.
Ja, ihr könnt einen Ground Slam auslösen, dabei katapultiert euch aber vor nach vorne, drückt die Hocke-Taste und macht dann wieder so eine Art Ground Slam. Dann gibt es die nächste Fähigkeit, die nennt sich 1-2. Was passiert da? Ihr stürmt nach vorn und solltet ihr einen Gegner dabei erwischen, könnt ihr einen Uppercut auslösen. Und jetzt wird es ein bisschen komisch, denn das macht für mich keinen Sinn. Auf Englisch steht da, wenn ihr den Uppercut ausgelöst habt, katapultiert ihr euch nach oben. Ich gehe aber davon aus, dass ihr den Gegner nach oben katapultiert und nicht euch selbst. Macht ja keinen Sinn, Uppercut zu machen. Und statt dass der Gegner nach oben fliegt, fliegt ihr nach oben. Sieht ein bisschen dämlich aus, würde ich sagen. Dann gibt es die nächste Fähigkeit, die nennt sich On the Ropes. Verstärkt euren Nahkampfangriff und je geringer eure Gesundheit ist, desto stärker ist der Nahkampf. Und ihr bekommt, wenn ihr einen Nahkampftreffer landet, ein Überschild. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ihr vielleicht sogar ein goldenes Body habt oder irgendeine andere Rüstung, dann bekommt ihr nochmal, was weiß ich, einen Strich oben drauf. Könnte ich mir zumindest vorstellen, ob der dann jetzt dauerhaft hält, bis es runtergeschossen ist. Keine Ahnung. Und als letzte Fähigkeit nennt sich Siegesrausch. Nahkampf-Kills geben Gesundheit, eventuell sogar volle Gesundheit zurück. Und ihr bekommt über 10 Sekunden 30% Bewegungsgeschwindigkeit. Und ich bin jetzt auch gleich ganz ehrlich, ich finde, wenn ich mir die Fähigkeiten so durchlese oder euch vorstelle, das ist für mich keine Legende, die mit Apex Legends was zu tun hat. Für mich klingt das, als könntest du den bei Street Fighter oder Mortal Kombat einsetzen. Ich weiß nicht, was so eine... Das klingt für mich wie ein Wrestler. Was hat ein Wrestler in einem Battle Royale Shooter zu tun? Das finde ich irgendwie... Der flasht mich absolut null. Lasst euch natürlich wie immer in den Kommentaren mal aus. Abgesehen von den Problematiken im Event, lasst euch gerne mal über die eventuell zukünftige Legende aus, was ihr von den Fähigkeiten haltet. Ich bin ganz ehrlich, mich flasht's nicht. Ich will ballern, nicht boxen. Das ist meine Devise. Es passt vielleicht ganz gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video natürlich wie immer einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Informationsvideos, Tipps und Tricks und Livestreams von mir verpassen wollt. Ihr seid dann bei mir natürlich genau richtig. Gibt es von mir regelmäßig. Ich hoffe natürlich weiterhin, dass ihr irgendwie noch Spaß an dem Event findet, auch wenn es für die meisten gerade nicht spielbar ist. Nochmal betont, lasst euch aus, gebt mir Informationen, Feedback, ob es mittlerweile wieder funktioniert oder nicht. Das soll es von mir jetzt wieder gewesen sein. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.